Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Unterwegs aber verlor das Volk den Mut. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Wort des lebendigen Gottes. Auf den ersten Blick sind die Israeliten wirklich undankbar. Gott und Mose kümmern sich um sie, führen sie in die Freiheit. Und was machen sie? Beschweren sich. Aber auf den zweiten Blick verstehe ich sie sehr gut. Sie sind schon fast 40 Jahre unterwegs in der Wüste und es ist einfach unendlich. Jetzt dachten sie vielleicht schon, so nah am Ziel zu sein, und wieder kommt ein Umweg und das Ziel bleibt unerreichbar weit weg. Ich verstehe sehr gut, dass sie da mutlos, verzweifelt und verärgert wurden. Ich weiß nicht, ob ihr auch, aber ich kenne es von mir, wenn ich immer wieder an meine Grenzen stoße und die Wüste endlos erscheint. Und dann kommen die Schlangen, ein sehr gutes Bild. Ein Bild für ihre Grenzen, ihre Zweifel, ihr Misstrauen, ihre Fehler und alles, was sie runterzieht. Wenn sie von diesen Schlangen gebissen werden, sterben sie. Außer sie schauen auf die Kupferschlange hinauf. Da ist vielleicht wichtig zu sagen, dass die Kupferschlange keine Macht hat. Es ist kein Götze. Das, was hilft, ist zu der Kupferschlange aufschauen. Der Blick auf das, was sie gebissen hat. Ich habe mal irgendwo gehört, seid dankbar, wenn ihr etwas falsch macht oder schlecht reagiert. So kann euch Gott zeigen, wo ihr noch schwache Stellen habt, die ihr ihm zum Heilen geben könnt. Und vielleicht können wir uns heute fragen, was sind so meine giftigen Schlangen, mit denen ich immer wieder kämpfe?
Und was mache ich, wenn mich eine beißt?